für uns kurz die Möglichkeit, auf die Powerplay-Statistik zu sehen, aber nein, haben wir nicht. Es kommt der Gegenangriff und das Unterzahltor. Herden ist überwunden. Dresden macht die Führung. Und zwar in Unterzahl. Verdeckte Sicht. Wer war der Torschütze? Es war die Nummer 77. Es war Timo Rinkinen, der das 1:0 für die Dresdner Eislöwen hier markiert. Und das Ganze war sein 10. Treffer in dieser Spielzeit für Timo Rinkinen. Da sehen wir, ja, hier hätten eigentlich freie Sicht. Aber platzierter Schuss da von Timo Rinkinen genau in den Winkel in Unterzahl. Ja, und das war für Rosenheim, so bitter es ist, das fünfte Gegentor bereits in eigener Überzahl in dieser Saison. Dann ist es ja so, dass Dresden insgesamt 14 Tore geschossen hat in diesen drei Spielen gegen die Star Wolves Rosenheim. Und Rosenheim war nur 5-mal erfolgreich. Und jetzt wieder ein Riesenfehler und das nächste Tor in Unterzahl. Ja, was war das jetzt für ein Aussetzer? Brandon Cook bekommt da das Tor geschenkt von den Star Bulls. Brandon Cook mit seinem 29. Treffer in dieser Saison wieder in Unterzahl. In der gleichen Unterzahlsituation lässt der Birds leichtsinnig, überlässt Bird da leichtsinnig die Scheibe Brandon Cook, und der lässt sich nicht zweimal bitten, sagt Cameron Bird, vielen Dank für dieses Geschenk, das nehme ich an. Und Timo Herden kann man keinen Vorwurf machen. Timo Herden beim ersten Schuss platziert, sehr platzierter Schuss von Rinkinen. Und jetzt Brandon Cook, und damit haben wir die schnelle 2:0 Führung für die Dresdner Eislöwen. Vollmeier bringt die Scheibe tief. Und wieder keine Durchschlagskraft beim Rosenheimer Angriff. Und wieder Bird mit dem leichtsinnigen Scheibenverlust. Und das 3:0 ist es. Wieder das 3:0 für die Dresdner Eislöwen. Torschütze war. Wer war der Torschütze? Die Nummer 21, Alexander Höller war es wieder. Wenn ich das richtig gesehen habe, in der Wiederholung sehen wir es ganz genau. Bird da mit dem Scheibenverlust und der Torschütze Alexander Höller zum 3:0 für die Dresdner Eislöwen. Entschuldigung für den kurzen Versprecher. Kann sich durchtanken. Nein, das war nicht Alexander Höller, das war Erik Valentin, der Förderlizenzspieler. Schwierig zu sehen. Ja, Herden. Wird das Tor gegeben? Das Tor wird gegeben. Herden ist da die Scheibe durch die Beine gerutscht. Ja. Unübersichtlich jetzt auch für mich. Ich musste überlegen, wird das Tor jetzt gegeben? Und der Schiedsrichter Ulrich Hatz gibt das Tor. Herden, da sieht man, wie ihm die Scheibe da durchrutscht. Und wer war der genaue Torschütze? Abgezogen hat die Nummer 11. Der Torschütze war dann, ja, auch da nicht zu sehen. In der Übertorperspektive sieht man dann, wer die Scheibe hinein buxiert hat. Ja, ich vermute mal, Erik Valentin, ja, der Torschütze ist, wird uns auch hier angezeigt. Timo Rinkinen. In der Mitte lauert Alexander Höller. Der kommt hin und da ist das nächste Tor für Dresden. Wieder in Unterzahl. Ja, was ist denn da heute los? Alexander Höller mit seinem zweiten Treffer am heutigen Abend. Und das Ganze war das dritte Tor für Dresden in Unterzahl. Alexander Höller überwindet da Lukas Steinhauer. Bird geht da nochmal zu Boden. Ne? Oh, Bird bekommt da den Schläger von Höller ins Gesicht. Cameron Bird. Und wenn man sieht, ah, das Ganze war klar, bevor die Scheibe einschlug im Netz. Strittige Entscheidung. Hätte man auch abpfeifen können, bevor die Scheibe über der Linie war. Timo Herden jetzt eingeblendet. Ja, natürlich niedergeschlagen ist nach diesem Spielverlauf und auch nach dem vierten Treffer, der ihm dann durchgerutscht ist, und der Nachschuss dann von Valentin hinter ihm versenkt wurde. Oh, Sacher, die Scheibe wieder tief gespielt, Dresdner weiter in Überzahl und da ist das 6:0 für die Dresdner Eislöwen. Torschütze Brandon Cook, der abgefälscht hat zum
6:0 für die Dresdner Eislöwen. Oder warten wir noch mal kurz auf die Wiederholung, wenn wir dann, ob wir sehen, ob Brandon Cook da mit dem Stock noch dran war. Schuss kommt. Nein, es war die Nummer 16. Es war Marius Garten, der den Puck an seinen Körper bekam. Und von dort ist die Scheibe dann ins Tor hinter Lukas Steinhauer eingeschlagen. Marius Garten. Sehen wir hier vielleicht nochmal. Ja, Cook war nicht dran. Cook war nicht mehr dran. Es war der Körper von Marius Garten, der da die wieder zurück an die blaue Linie zu Rupprich. Der spielt die Scheibe wieder tief und da ist wieder Krummitsch zur Stelle. Dresden lässt die Scheibe laufen. Krummitsch sucht den Mitspieler. Zurück an die blaue Linie zu Schmidt. Und da schlägt er zum 7. Mal ein. Der Puck im Rosenheimer Tor. Torschütze, die Nummer 22, Thomas Schmidt zum 7:0 für die Dresdner Eislöwen. Und jetzt wird es bitter, bitter, bitter für die Star Wars Rosenheim, die heute förmlich überrannt werden. Das Ganze ähnlich zum zweiten Spieltag, als die Dresdner Eislöwen mit 7:1 gegen die Star Wars Rosenheim gewonnen. Da gelang den Rosenheimern kurz vor Ende noch der Ehrentreffer. Mal sehen, wie das heute laufen wird. Die Nummer 22 mit dem 0:7 aus Sicht der Star Wars Rosenheim. Und das Ganze zum zweiten Mal in Überzahl. Damit ist die Partie vorbei, damit ist die Hauptrunde der DEL vorbei. Dresden zementiert Platz Nummer 4 mit einem 7:0-Sieg. Man muss es nochmal betonen, ein 7:0-Sieg in Rosenheim im Emilo-Stadion.